Willkommen, Reisender, in den tiefen Hallen der Zwergenfestung, wo die Kunst der Textilindustrie ihre geheimnisvollen Pforten öffnet. Tretet ein in die Welt der kunstvoll gewebten Fäden und der zauberhaften Stoffe, geführt von meiner bescheidenen Person, Markus, eurem treuen Begleiter auf dieser faszinierenden Reise. Heute enthülle ich euch die verborgenen Geheimnisse und die unermüdliche Kunstfertigkeit, die es braucht, um von der kargen Erde bis hin zu den prächtigen Gewändern der Zwergenfürsten zu gelangen. Taucht ein in das glühende Ambiente unserer zwergischen Hallen, wo die Webstühle leise summen und das Lichtspiel der Schmieden den Weg erhält. Möge diese Reise eure Sinne berauschen und euer Herz mit Freude erfüllen, denn gleich nach dem stimmungsvollen und obligatorischen Lichtspiel der Zwergenfestung beginnt das große Abenteuer der Textilproduktion in Dwarf Fortress. Heute dreht sich alles um Fasern, Fäden, Wolle, Stoffe und generell des Zwerges neue Kleider. Deine Zwerge brauchen was zum Anziehen. Aber warum überhaupt? Nun, stell dir vor, du würdest den ganzen Tag nackt rumlaufen. Okay, für den einen oder anderen wäre das sicherlich die Erfüllung eines Wunschtraums, doch die meisten hätten vermutlich eine gesenkte Stimmung durch ihr natürliches Schamgefühl, unangenehme Temperaturschwankungen oder weil es einfach nicht so cool ist, auf der Straße barfuß in eine Scherbe zu treten. Das ist bei Zwergen auch nicht anders. Bei denen sinkt die Laune nämlich auch, wenn sie nichts oder mittlerweile kaputte Kleidung tragen und sie können sich ohne Schuhe auch unter anderem durch giftige Substanzen verletzen. Allein, dass veränderte Temperaturverhältnisse eine Rolle spielen würden, ist mir derzeit nicht bekannt, aber Zwerge sind ja auch recht hart im Nehmen. Wir schauen uns heute einleitend an, wie du dir die Kleidung eines Zwerges und dessen Zustand ansiehst und wie die Kleidung an den Zwerg kommt. Im Hauptteil zeige ich dir dann, wie du die Kleidungsherstellung in bis zu 4 verschiedenen Supply Chains aufbauen kannst, mit einem optionalen Modul des Färbens. Das beinhaltet auch, wie die einzelnen Komponenten jeder Veredelungsstufe richtig gelagert bzw. kategorisiert werden. Bevor es aber losgeht, noch ein kurzes, aber mir persönlich wichtiges Anliegen. Falls dir das Video gefällt und es auch dir tatsächlich weiterhilft, würde es mir wahnsinnig weiterhelfen, wenn auch du, falls noch nicht geschehen, ein Abo meines Kanals dalässt. Zum jetzigen Zeitpunkt liege ich bereits seit mehreren Monaten kurz vor der magischen 500 Abonnentengrenze und nichts würde mir mehr helfen und mich glücklicher machen, als dass du mich mit deinem Abo unterstützt und es somit ermöglicht, dass mein Wissen besser an andere Spieler wie dich weitergetragen wird. Ich sehe ja, wie viel großartiges Feedback ich für die Videos bekomme, aber ich habe das Gefühl, dass sich der Kanal entweder noch nicht flächendeckend herumgesprochen hat oder die rein deutsche Zielgruppe, auf die ich mich in der Vergangenheit mit der Absicht der gezielten Hilfe ausschließlich konzentriert habe, scheint nur sehr klein oder stark zurückhaltend mit Abos zu sein. Die Überlegung, zukünftig einfach auf englischsprachige Videos umzusteigen, ist daher bereits seit längerem vorhanden. Weitere Abos würden mich sehr motivieren, weiterzumachen, auch in Zukunft Videos wie dieses hier in deutscher Sprache zu produzieren, in dem mehr als ein Monat meiner Arbeitszeit bzw. besser knappen Freizeit um wirklich viel Schweiß, Kopfschmerzen, wunde Finger und heisere Stimme stecken. Ich bedanke mich schon mal von Herzen im Voraus bei dir für deinen großartigen Support und wünsche dir nun viel Spaß beim umfangreichen Textilworkshop. Wie im echten Leben geht auch in Dwarf Fortress Kleidung mit der Zeit kaputt. Während das im Lager nahezu vernachlässigbar langsam geht, nämlich durch einen schon immer existierenden Bug nur ein Haltbarkeitslevel pro Jahrhundert oder mit DFHack korrigierte 20 Jahre pro Haltbarkeitslevel, dauert es beim Tragen der Kleidung nur noch 2 Jahre pro Level. Das gilt jedoch nicht für Rüstungskleidung. Das aktuelle Level der Kleidung kann man an der Bezeichnung ablesen. Wird nur der reine Name des Kleidungsstücks angezeigt, ist es noch über 75% haltbar. Unter 75% siehst du dann ein kleines X vor und hinter dem Gegenstand. Unter 50% Haltbarkeit wird daraus jeweils ein großes X und unter 25% werden es dann 2 Xe vor und nach der Bezeichnung. Ist die Haltbarkeit bei 0% angekommen, wird der Gegenstand zerstört und verschwindet dann einfach. Wenn die Kleidung abgetragen ist, bekommen die Zwerge verständlicherweise schlechte Laune, was es zu verhindern gilt.
Was ein Zwerg gerade trägt, siehst du in den Eigenschaften eines Zwerges unter dem Tab Items. An insgesamt 7 Körperteilen kannst du hier Kleidungsstücke finden. Auf dem Kopf, an beiden Händen, am Oberkörper, am Unterkörper und an beiden Füßen. Und dabei kann es sein, dass sich an einem Körperteil auch mehrere Kleidungsstücke befinden, wie zum Beispiel Socken und Schuhe am Fuß. Kleidung bietet einen sehr geringen Schutz vor Angriffen bzw. Waffen. Kleidung aus Leder bietet schon viel mehr Verteidigung als solche aus Stoff, besonders gegen Tierangriffe. Beides kann aber nicht im geringsten mit Rüstungsteilen aus Metall verglichen werden. Glücklicherweise muss man nicht jedem einzelnen Zwerg jedes Teil einzeln anziehen oder zuweisen, wie man es bei der Rüstungszuweisung machen kann. Solange du genug intakte Kleidung in einem Lager zur Verfügung stellst, kümmern sich deine Bewohner automatisch um den Austausch. Wobei es schon mal sein kann, dass sich gerne mal alte Socken oder ähnliches irgendwo in der Festung verteilen. Beginnen wir mal sehr einfach mit der ersten Produktionslinie, der Herstellung von Kleidung aus Pflanzenfasern. Zur besseren Veranschaulichung werde ich für jeden einzelnen Verarbeitungs- oder Veredelungsschritt ein einzelnes Lager anlegen. In dieser Produktionslinie eignen sich folgende Pflanzen als Quelle für Fasern: Cotton, Flax, Hemp, Jute, Kenaf, Pigtail, Ramey und Ropeweed. Dieses Beispiel werde ich anhand der Pflanze Pigtail durchführen, da sie auch beim schnellen Spielstart immer verfügbar ist und auch im Spiel im Untergrund schnell zu finden ist. Als erstes erstelle ich daher ein Lager für die Pflanzenfasersamen. Pigtail würdest du damit finden unter Food, Seeds, Pigtail Seeds. Ich werde hier aber auch gleich die anderen möglichen Pflanzen mit auswählen. Die Samen werden übrigens mehrfach verpackt gelagert. Die Zwerge werfen sie nicht einfach auf den Boden, sondern verstauen sie in Beuteln, welche wiederum in Fässern gelagert werden. Damit bekommt man eine wirklich große Menge an Samen auf kleinem Raum gelagert. Daneben errichte ich einen Farmplot, damit die Samen auch angepflanzt werden können. Dieser ist im Strukturmenü unter Workshops, Farming, Farmplot zu finden. Ein weiteres Lager soll Potash, also meinen Dünger, beinhalten, welchen ich nutze, damit die Chancen für eine bessere Ernte höher sind. In der Lagerkonfiguration findest du Potash unter Bars Blocks, Bars Other Materials Potash. Nur ganz kurz nebenbei erwähnt, ohne zu weit abzuschweifen. Potash erhältst du zum Beispiel, indem du erst mit dem Holzofen, also Wood Furnace, mit Make Ash aus Holz Asche gewinnst und diese anschließend in einer Ashery mit dem Task Make Potash from Ash to Potash weiterverarbeitest. Da das nicht direkt zu der eigentlichen Herstellung gehört und sie nur unterstützt, habe ich die Herstellung hier auf einer anderen Etage ausgelagert. Sobald die Anbaufläche vorbereitet wurde, aktiviere ich beim Farmplot die Option, dass das Feld jede Saison gedüngt werden soll und dass ich Pigtails anpflanzen möchte. Pigtails wachsen allerdings nur im Sommer und im Herbst. Achte also darauf, dass deine derzeitige Jahreszeit zu deinem Vorhaben passt. Die Pflanzen können nun angepflanzt werden und in Ruhe wachsen. Ich errichte derweil ein weiteres Lager, in dem die geernteten Pflanzen gelagert werden können. Unter Food, Plants, Pigtail findest du die zu lagernde Pflanze. Die anderen Pflanzen für Fasern füge ich aber ebenfalls hinzu, falls wir auch anderweitig mal in deren Besitz kommen sollten. Nur noch ein wenig warten und die ersten Pflanzen sind zur Ernte bereit.
Nebenbei bemerkt, wenn man Pigtails effizient zur Textilverarbeitung nutzen möchte, sollte man sie besser von der Essensverarbeitung ausschließen. Das gilt für ähnliche Pflanzen natürlich genauso. Jetzt, wo wir bereits rohe Pflanzen vorliegen haben, geht es zum nächsten Schritt. Ich baue einen Farmers Workshop über Workshops Farming Farmer. Hier sollen die geernteten Pflanzen in Pflanzenfasern, also Fäden, verarbeitet werden. Wundere dich übrigens nicht, wie ich hier wie wild die Workshops verteile. Dahinter verbirgt sich am Ende tatsächlich ein Sinn. Die Pflanzenfasern sollen sich anschließend wieder auf einem neuen Lagerplatz wiederfinden. Dieser muss konfiguriert werden als Cloth Thread Plant Pigtail Thread. Der Einfachheit halber kannst du hier aber auch die gesamte Kategorie auswählen, da hier nur Pflanzen vorhanden sind, die wir auch verarbeiten würden. Die Aufgabe zum Verarbeiten der Pflanzen im Farmers Workshop lautet Process Plants. Das kann natürlich genauso über den Manager mit entsprechenden Konditionen zur automatischen Wiederholung eingestellt werden. Process Plants ist nicht zu verwechseln mit Process Plants to Bag, Barrel oder While. Damit werden andere Dinge hergestellt, wie die Verarbeitung von Quarry Bushes zu Blättern, Zuckerschoten in Sirup oder Kräuter in goldene Salbe. Die durch den Farmer erzeugten Fäden können nun in die nächste Veredelungsstufe übergehen, und zwar beim Weber. Dafür baust du einen Webstuhl unter Workshops, Clothing Leather und Loom. Ist er gebaut, können die Pflanzenfaser mit Weave Thread into Cloth in Pflanzenfaserstoff umgewandelt werden. Falls du dich bereits mit dem Thema etwas auseinandergesetzt hast, fragst du dich jetzt bestimmt, hä, was quatscht der denn da? Das passiert doch automatisch. Ja, richtig, der Einwand kommt völlig zurecht. Denn ich habe hier für die bessere Veranschaulichung der Zusammenhänge die Standing Orders vom Standard abweichend verändert. Darauf werde ich innerhalb des Tutorials auch noch mehrfach verweisen. Im Labor-Menü unter Standing Orders und Automated Workshops habe ich derzeit No Automatic Weaving eingestellt. Die anderen beiden Optionen sind Automatically Weave Dyed Thread zur automatischen Verarbeitung eingefärbter Fasern und Automatically Weave All Thread für alle Fasern, was der Standard zu Beginn ist. Aber nicht nur die Veranschaulichung klappt ohne diese Automatisierung besser, auch behält man unter Kontrolle, was, wann oder unter welchen Bedingungen verarbeitet wird. Das Endprodukt dieser Phase ist, wie ich es bereits sagte, der Pflanzenfaserstoff. Dafür erstelle ich nun das nächste Lager. Ich aktiviere zumindest die Kategorie unter Cloth, Cloth Plant und Pigtail Cloth für unsere Demo-Pflanze. Das heißt, wie in den vorherigen Schritten kannst du hier auch einfach alle Kategorien auf der untersten Ebene aktivieren, um auch andere Stoffe aus Pflanzenfasern zu lagern. Nun haben wir den ersten Stoff im Lager liegen. Damit sind wir beinahe schon am Ziel der ersten Supply Chain angelangt. Der finale Schritt ist nun die Herstellung des Pflanzenfaserstoff-Endproduktes oder einfach gesagt der Kleidung. Unter Workshops, Clothing in Leather findest du Clothes. Das ist der Kleidermacher oder Clothiers Shop. Im Workshop kannst du nun einen Task hinzufügen und eine von 16 möglichen Endprodukten unter der Kategorie Cloth auswählen. Darunter aber eben auch nicht nur Kleidung wie Handschuhe, Kleider, Schuhe und Westen, sondern auch Taschen, Seile und Bilder. Ich wähle hier mal Bag, weil man Taschen in der Textilindustrie ganz gut an verschiedenen Stellen gebrauchen kann und vielleicht noch einen Umhang. Die hergestellten Produkte sollen natürlich auch wieder ordnungsgemäß gelagert werden.
Somit erstelle ich ein weiteres Lager, in welchem ich konfiguriere, dass hier zweierlei Kategorien gelagert werden können. Kleidungsstücke und Seile über Finished Goods, Type All und Other Materials, Plant Cloth und unter Core Quality und Total Quality jeweils alles auswählen. Darüber hinaus Taschen über Furniture, Siege Ammo, Type Bags und unter Other Materials wieder Plant Cloth und Core und Total Quality wieder komplett. Jetzt darf der Clothier auch loslaufen und die ersten Teile herstellen. Sobald diese fertig sind, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich eventuell der erste Zwerg mit dem ersten neuen Kleidungsstück eindeckt. Das bringt uns nun zur zweiten Produktionslinie, der Wollkleidung. Wolle kann gewonnen werden von Alpakas, Lamas und Schafen. Falls du sie nicht zu Beginn mitgebracht hast oder deine Migranten sie anschleppen, kannst du mal schauen, ob sie eventuell mal von Händlern angeboten werden. Wie auch immer, wenn du eines von den drei Tieren auf der Weide stehen haben solltest, kannst du theoretisch direkt loslegen. Rein zufällig habe ich hier ein paar flauschige Alpakas am Start. An die Wolle gelangst du über zwei Wege. Einerseits über das Schlachten des Tieres, weil dann diese Wolle übrig bleibt. Sowas machen wir aber hier nicht, da auch das nicht unbedingt eine nachhaltige Produktionskette ergibt. Nun, ich wollte es zumindest erwähnt haben. Der bessere Weg ist das Scheren der Tiere. Alle 300 Tage kann ein Tier geschoren werden. Und das erledigst du über den Farmers Workshop. Was ein Glück, dass wir hiervon eben noch einen stehen haben. Im Farmers Workshop gibt es dafür die Aufgabe namens Shear Animal, was vom Shearer ausgeführt wird. Nein, nicht der. Damit die gute Wolle auch irgendwo verbleibt, richte ich auch gleich ein Lager dafür ein. Wolle ist interessanterweise unter der Kategorie Refuse zu finden. Unter Hair, Wool findest du dann die verschiedenen Lebewesen, von denen wir hier aber auch nur Alpaka, Lama und Sheep anwählen. Da der Rest ohnehin nicht weiterverarbeitet würde. Die Aufgabe ist direkt aktiv und ein Zwerg holt einen Alpaka ab und führt es zum Farmers Workshop. Dort angekommen geht das Scheren in Sekundenbruchteilen. Was mit dem Alpaka danach passiert, ist dem Rasierzwerg erst einmal scheißegal und ein anderer tierlieber Zwerg muss vorbeikommen und das Alpaka wieder zur Weide führen. Dankeschön! Beim Scheren sind zumindest gleich 7 Teile Wolle rumgekommen und landen früher oder später auf den dafür vorgesehenen Lagerplatz. Diese Wolle kann aber jetzt noch nicht im rohen Zustand zu Stoff verarbeitet werden. Erst einmal muss sie gesponnen werden, um sie zu Garn zu verarbeiten. Auch das geschieht im Farmers Workshop. Mit der Aufgabe Spin Thread wird die rohe Wolle in weiterverarbeitbare Fäden, das heißt Garn, umgewandelt. Damit bekommen wir mit einmal Scheren am Ende 7 Rollen Garn heraus. Aber auch hier wollen wir natürlich, dass unsere Waren in der nächsten Veredelungsstufe auf einem separaten Lagerplatz landen, damit wir immer schnell sehen können, was wir auf welcher Stufe lagernd haben. Das Lager dafür richtest du so ein, dass du in der Kategorie Cloth unter Thread Yarn das jeweilige Tier oder gleich alle auswählst. Hier ist nebenbei zu erwähnen, dass auch die Wolle von Trollen in den verschiedenen Stufen weiterverarbeitet werden kann. Jedoch wird das niemals einer deiner Zwerge aus ethischen Gründen tragen. Aber zum Handeln kannst du es dennoch verwenden. Das nun erzeugte Garn kann nun ganz ähnlich wie bei der Pflanzenfaser in Stoffstücke weiterverarbeitet werden. Der Webstuhl, der dafür benötigt wird, steht ja bereits. Hier kommt nun die Aufgabe,
Weave Yarn into Cloth zum Einsatz. Das Ziellager für den Stoff muss so konfiguriert werden, dass dort unter Cloth, Cloth Yarn die jeweilige Tierwolle aktiviert wird. Wir machen es uns einfach und nehmen alle vier Kategorien. Nachdem der Stoff hergestellt wurde, sind wir hier auch fast am Ende der Herstellung angelangt. Denn der Kleidermacher stellt dir auch aus dem Wollstoff entsprechende Endprodukte her. Dazu nimmst du als Aufgabe nur einen Punkt aus dem Menü Yarn. Hier stellen wir nun einfach mal zwei Schuhe und eine Tasche her. Die Aufgabe Schuh stellt übrigens immer zwei Schuhe her, ebenso wie bei Handschuhen, Fäustlingen oder Socken. Das empfangende Lager bekommt wieder Zuweisungen aus zwei Kategorien. Erstens wieder Finished Goods, Type All, Other Materials, diesmal Yarn und bei Core Quality und Total Quality jeweils alle Einträge. Anschließend unter Furniture, Siege Ammo, unter Type die Bags für unsere Taschen. Other Materials wie gehabt auf Yarn und die Qualität jeweils in allen Kategorien aktivieren. Die Erzeugnisse wurden erfolgreich hergestellt, was diese Produktionslinie vorerst abschließt. Etwas hochwertigere Kleidung, bezogen auf das Wert-Gewicht-Verhältnis, kann mit Seide hergestellt werden. Hier kannst du allerdings den Stoff nicht im Discounter um die Ecke kaufen oder Seidenspinner in der Tierhandlung erwerben. Für die Lösung musst du etwas tiefer graben. Wortwörtlich. Denn Seide wird hauptsächlich aus Spinnenweben gewonnen, die von den Cave Spiders verteilt werden, welche in den verborgenen Höhlen tief unter deiner Festung leben. Das ist die Grundlage der Seidenproduktion. Wir müssen also zuvor so eine Höhle finden. Ich beginne erst einmal damit, viele Etagen herunterzugraben, in der Hoffnung, auf so eine Höhle zu stoßen. Dass das gegebenenfalls Risiken birgt, dass Viecher in groß und noch größer in deine Festung stürmen könnten und du deswegen für ein gewisses Maß an Sicherheit sorgen solltest, muss ich vermutlich nicht extra erwähnen, richtig? Richtig. Blöd kann es auch sein, wenn du gerade durch eine Höhlendecke gräbst. Der ausführende Zwerg ist in diesem Fall meist verloren, aber ich möchte dir jetzt auch nicht die Laune bei der Aktion verderben. Da wären wir auch schon. Das hier ist eine Höhlenspinne. Hört sich gefährlicher an, als sie ist. Ganz süß eigentlich. Sie gilt wie Ratten oder Schaben als Ungeziefer, ist daher auch praktisch ungefährlich, abgesehen von ein paar Schwindelanfällen, die Zwerge von ihren Bissen bekommen können, aber das soll jetzt nicht Thema in diesem Video sein. Die Spinnen hinterlassen in den Höhlen regelmäßig Spinnennetze. Das ist genau das, was wir gerade haben wollen. Daher sollst du gegebenenfalls deine Katzen an kurzer Leine halten. Denn die jagen und killen die Spinnen auch mal schnell, wenn du nicht aufpasst. Und keine Spinnen, keine Netze. Um an die Netze zu gelangen, kannst du im Webstuhl die Aufgabe Collect Webs aktivieren. Auch hier muss ich einmal auf die Standing Orders verweisen. Denn ich habe hier, für die Kontrolle und Demonstration, das automatische Sammeln von Spinnenweben deaktiviert. Falls du also in einem frischen Standardspiel einen Webstuhl gebaut hast und dich gerade in die Tiefen der Höhlen gegraben hast, laufen vermutlich die ersten Zwerge los und beginnen bereits munter und sorglos zu sammeln. Das mache ich hier nicht und vergebe dediziert einen einzelnen Job in Auftrag, was natürlich auch wieder über den Manager möglich wäre. Gleiches Spiel wie bei den anderen Supply Chains. Wir wollen natürlich erst einmal, dass die Spinnenweben auf einem gesonderten Lagerplatz abgelegt werden.
Beim Lagerplatz schalte ich zumindest die Kategorie Cloth, Thread Silk, Cave Spider Silk Thread frei. Wie du siehst, gibt es auch noch andere Weben erzeugende Kreaturen, weswegen du auch alle Kategorien aktivieren kannst. Wir konzentrieren uns aber dennoch auf die gemeine Cave Spider. Falls du dich jetzt fragst, warum aktivierst denn du jetzt die Fäden? Du hast doch gerade noch davon gesprochen, Netze zu sammeln. Dann kann ich dir dazu verraten, dass die Spinnennetze in dem Moment des Einsammelns automatisch zu Spinnenfäden werden. Wir beobachten das mal bei einem Zwerg. Ohne vorher beim Webstuhl vorbeizuschauen, läuft der Zwerg, der sich der Aufgabe annimmt, direkt herunter in die Höhle. Spinnennetze können übrigens auch mit einer konstruierten Farm kontrolliert erzeugt und gesammelt werden. Das würde hier aber den Rahmen sprengen. Da hat er auch schon Spinnennetze gefunden und sie tauchen in seinem Inventar direkt als Cave Spider Silk Thread auf. Abgelegt werden die Fäden beim Webstuhl, da hier die Aufgabe herstammt. Danach werden sie aber durch einen anderen Zwerg auf unseren Lagerplatz umgelagert. Was du hier vielleicht gerade feststellst, ist, dass der Höhlenboden plötzlich wie ein Flickenteppich aussieht. Das liegt daran, dass sich die Bodenpilz-, Höhlenmoos- und Flechtensporen aus den Höhlen direkt in deiner ganzen Festung verteilen, sobald ein Zugang zur entsprechenden Höhlenebene geöffnet wurde. Das ist aber nicht so schlimm, denn diese lassen allerhand nützlicher Pflanzen automatisch in deiner Festung wachsen und könnten sogar für deine Tiere zum Grasen genutzt werden. Wir machen weiter. Der Seidenfaden muss in Seidenstoff gewoben werden. Die Aufgabe Weave Thread into Silk des Webstuhls setzt genau das um. Ein weiterer Lagerplatz soll das Ergebnis daraus erhalten. Dieser bekommt die Kategorie Cloth, Cloth Silk und zumindest Cave Spider Silk Cloth freigeschaltet. Aber auch hier schadet es natürlich nicht, einfach alle Seidenstoffarten zu aktivieren. Damit wäre dann der Seidenstoff fertig zur Weiterverarbeitung. Ähnlich zu den vorherigen Schritten kommt jetzt wieder der Kleidermacher ins Spiel. Im Clothiers Shop kann im Silk-Untermenü des Aufgabenbereichs das gewünschte Produkt gewählt werden. Ich wähle hier mal Make Silk Dress, um ein Seidenkleid herstellen zu lassen. Das Kleid und andere Seidenprodukte sollten wieder auf einen vorgesehenen Lagerplatz gebracht werden. Hier geht es wie immer in zwei Bereiche. Erstens in Finished Goods, Type All, Other Materials Silk, Core Quality All und Total Quality ebenfalls All. Und zweitens unter Furniture Siege Ammo, Type Bags, Other Materials Silk, Core Quality All, Total Quality All, um die hergestellten Seidentaschen ebenfalls dort zu lagern. Ein Zwerg schnappt sich den Seidenstoff und legt direkt los. Nach der Herstellung wird das fertige Teil auf den Lagerplatz gebracht oder eben gleich angezogen. Auch okay. Nun hast du bereits drei Produktionslinien kennengelernt. Was mag denn da jetzt noch kommen? Nun, Zwerge wünschen sich auch Individualität und Abwechslung. Und um diese zu befriedigen, treiben wir es mal ganz bunt und schieben nun eine optionale Produktionskette als Zwischenschritt dazwischen. Jetzt dreht sich nämlich alles ums Färben. Die fertigen Kleidungsstücke können noch mit bestimmten Farbstoffen individualisiert werden. Zudem erhöht das Färben den Wert der Kleidung. Die Farbstoffe werden aus vier Pflanzen gewonnen, die du anbauen kannst. Das sind Bladeweed, Dimplecup, Hideroot und Sliverbarb. Die vier ergeben nach dem Verarbeitungsprozess die Farben Grün, Blau, Rot und Schwarz. Dimplecup ist dabei die einzige Pflanze, die unterhalb der Erde wächst, alle anderen nur an der Oberfläche. Sliverbarbs sind allerdings nur in bösartigen Biomen zu finden oder zu kaufen. Wir beginnen damit, ein Lager für die Samen der Färbepflanzen anzulegen. Die entsprechende Unterkategorie auf der untersten Stufe findest du unter Food, Seeds und dann die vier Pflanzen
Bladeweed Seeds, Dimple Cup Spawn, Hydroot Seeds und Sliver Barb Seeds. Im Normalfall solltest du zu Beginn zumindest die Dimple Cup Spawns mitbringen, weswegen deine Zwerge, falls du das parallel bei dir nachstellst, eventuell jetzt einige Samen auf den Platz bringen könnten. Daher wird der Dimple Cup auch hauptsächlich für meine Demonstration herhalten müssen. Falls du keine Samen haben solltest, kannst du mal schauen, ob du Dimple Cups beim Brauen einsetzt, um an die Samen zu kommen. Diese sollten ja spätestens in den Caves zu finden sein. Oder du kaufst einfach welche von einem Händler. Im zweiten Schritt wird nun, wie bei den Pflanzenfasern, das Feld angelegt. Also wieder unter Workshops, Farming, Farmplot. Sobald dieser errichtet ist, wählst du in allen vier Jahreszeiten Dimple Cups als Saat aus. Ich wähle bei mir wieder das Düngen in jeder Saison aus, um die Chance auf besseren Ertrag zu erhöhen. Oben an der Oberfläche erstelle ich nochmal drei optionale weitere Farmplots, um die anderen Pflanzen auch einmal zeigen zu können. Die Färbepflanzen wachsen glücklicherweise das ganze Jahr über, sodass du dir bezüglich der Saison keine Sorgen machen musst. Beim ersten Farmplot kommt dann Bladeweed drauf, beim zweiten Hydroot und beim dritten Sliver Barb, dessen Samen ich rein zufällig in einer der Karawankisten gefunden habe. Und während nun alles gepflanzt wird oder mittlerweile fröhlich vor sich hin wächst, erstelle ich schon mal das nächste Lager für die Ernte. Food und Plants ist diesmal die Oberkategorie und darunter wieder Bladeweed, Dimple Cup, Hydroot und Sliver Barb als Pflanzen auswählen. Zumindest aber den blauen Dimple Cup. Gegebenenfalls hast du mittlerweile auch durch den Bodenbewuchs in deiner Festung einige nützliche Pflanzen an Stellen wachsen, wo sie eigentlich gar nicht wachsen sollten. Dennoch kann das unter Umständen nützlich sein und du hast dazwischen ein paar Plump Helmets oder sogar Dimple Cups, die du mitnehmen kannst. Spätestens aber, wenn die ersten Dimple Cups auf deinem Feld reif sind, kann es in der Produktion weitergehen. Draußen an der Oberfläche sind mittlerweile einige der Pflanzen sogar auch schon so weit herangewachsen, dass sie geerntet werden können. Damit die Pflanzen als Färbemittel dienen können, müssen sie zunächst gemahlen werden. Das passiert mit einem großen Mahlstein, hier unter Quern bekannt. Dieser Mahlstein ist zwar ein Workshop, den du unter Workshops und Farming wiederfindest, allerdings musst du diesen erst einmal separat vorproduzieren. Das machst du am besten bei deinem örtlichen Steinmetz deines Vertrauens. Eigentlich geht es auch nirgendwo anders, also egal ob du ihm vertraust, du bist gerade von ihm abhängig. Die Aufgabe für den Steinmetz lautet Make Rock Quern. In diesem Fall reicht uns auch ein einziges Exemplar davon aus. Sobald das Teil dann gefertigt wurde, kannst du es in der Produktionsstraße einsetzen. Das Färbemittel, welches wir nun hier erstellen werden, soll natürlich auch wieder auf deinen separaten Lagerplatz gelagert werden. Die entsprechende Kategorie findest du unter Food, Milled Plant und darunter Dimple Dye für den blauen Farbstoff aus Dimple Cups, Emerald Dye für den grünen Farbstoff aus Bladeweed, Red Root Dye für den roten Farbstoff aus Hydroot
und zuletzt Sliver Dye für den schwarzen Farbstoff aus Sliver Barb. Im Quern Workshop kannst du nun als Task Mill Plants einsetzen. Das kann theoretisch vieles bedeuten, auch die Herstellung von Mehl. Um uns hier nur auf den Farbstoff zu konzentrieren, gebe ich an, dass nur von einem bestimmten Lager Materialien zur Weiterverarbeitung genommen werden dürfen. Und dafür wähle ich den Lagerplatz mit den geernteten Dimpelcups und gegebenenfalls anderen Färbepflanzen aus. Damit die Produktion jetzt aber überhaupt starten kann, musst du sicherstellen, dass du noch genügend Taschen, also Bags, hast. Farbstoff kann nicht einzeln gelagert werden. Es kommt immer jeweils eine Charge eines Farbstoffs in eine Tasche und diese wird anschließend eingelagert, was erst einmal einen hohen Verbrauch an Taschen bedeutet. Diese gebe ich erst einmal über den Manager in Auftrag. Da ich nun die Quelle des Rohstoffmaterials bereits auf die Pflanzen eingeschränkt habe, muss ich auch noch einen Lagerplatz hinzufügen, auf dem die Taschen zu finden sind. Aber davon haben wir zum Glück bereits 3 Stück, welche ich ebenfalls hinzufüge. Diesmal laste ich zusätzlich die Aufgabe Mill Plants über den Manager ein, da es sein kann, dass mir zwischenzeitlich auch mal die Pflanzen oder Taschen ausgehen und die Aufgabe dann eben später fortgeführt wird, sobald wieder alle Voraussetzungen erfüllt sind. Jetzt sollte gleich ein Zwerg sich der Aufgabe annehmen. Im Workshop sieht man dann, dass die 2 Komponenten bereitgelegt wurden. Die Herstellung des Farbstoffs dauert gegebenenfalls etwas länger als andere Fertigungen. Mehrere parallel betriebene Querns können diesen Schritt auch mal deutlich beschleunigen. Hier brauchen wir erst einmal nur etwas Geduld, bis die Herstellung beendet ist. Danach wird man mit ein paar frischen Samen und einer Tasche voll des frischen Farbstoffs belohnt, in diesem Fall den grünen Emerald Dye aus Bladeweed. Nur, wie kommen jetzt Kleidung und Farbe zusammen? Dafür kommen wir nun beim nächsten Schritt zum Färbemeister, dem Dyer. Unter Workshops, Clothing and Leather findest du den Dyer Shop. Um diesen errichten zu können, musst du noch ein leeres Fass und einen Eimer auf Lager haben. Sobald er dann steht, gibt es 2 Möglichkeiten, das Färben in unsere bestehende Produktionsstraßen zu integrieren. Entweder über das frühe Färben der Fäden, das heißt vor der Verarbeitung im Webstuhl, oder der späte Färbevorgang des gewebten Stoffs nach dem Webstuhl. Man kann vom Aufbau meiner Produktion vielleicht schon erahnen, worauf ich mich hier konzentrieren möchte. Für die beiden Möglichkeiten gibt es 2 Aufgabentypen im Dyer Shop: Dye Thread für den Faden und Dye Cloth für den Stoff. Ich bleibe hier bei dem Stoff. Auch hier ist es sinnvoll, diese Aufgabe über den Manager einzulassen, da man hier deutlich schlechter sicherstellen kann, dass immer alle Voraussetzungen, also gewobener Stoff und fertiger Farbstoff, erfüllt sind. Ob es sich hier beim Stoff um Pflanzenfaserstoff, Tierfaserstoff oder Seide handelt, ist erst einmal nicht klar. Falls du das steuern möchtest, kannst du bei einem ähnlichen Aufbau wie meinem hier mit der Einschränkung des Quelllagers arbeiten. Ich beeinflusse das hier aber nicht. Dennoch sollten die entsprechenden gefärbten Stoffe wieder separat gelagert werden. Ich lege also 3 Lagerplätze an und konfiguriere sie genauso wie die rechts neben dem Webstuhl, also für Cloth Plant, Cloth Yarn und Cloth Silk. Darüber hinaus stelle ich ein, dass der Output des Workshops ausschließlich auf diese Lagerplätze erfolgen darf. Die Lagerplätze, die nun auch diesen Link zum Workshop erhalten haben, dürfen nun auch nicht mehr Waren von überall erhalten, sondern nur noch von den Links, weswegen in allen die Option Take Items from Everywhere deaktiviert werden muss. Nun kann der erste Färbevorgang starten, was meist sehr zügig geht.
Nach dem Vorgang bleiben die Tasche mit dem Restfarbstoff oder eventuell bereits eine leere Tasche, die du nun weiterverwerten kannst, und der gefärbte Stoff selbst übrig. Kurz nach der Produktion sollte der Stoff auch ins entsprechende Lager umgelagert werden. Wenn man es nicht schon am Symbol erkennen kann, kann man spätestens in der Beschreibung des Stoffs nachlesen, dass und welche Farbe verarbeitet wurde. Wenn nun gefärbte Kleidung daraus hergestellt werden soll, kann man das auf zwei Arten erledigen. Entweder man beschränkt den Kleidermacher nur auf die Lagerplätze für den gefärbten Stoff, oder man geht einfach unter Labor in die Standing Orders unter Automated Workshops. Hier kann Use Any Cloth auch auf Use Only Dyed Cloth umgestellt werden, sodass auch nur noch der bereits gefärbte Stoff verwendet wird. Eine weitere Option möchte ich an dieser Stelle auch noch ein zweites Mal nach dem Pflanzenfaserkapitel erwähnen, und zwar das automatische Weben von Fasern, Garn oder Fäden in Stoff. Falls du dich für die Option des Färbens von Fäden anstatt des Färbens von Stoff entschieden haben solltest, kannst du hier einstellen, dass nur noch aus den gefärbten Fasern der Stoff gewoben werden soll. Bei mir ist jetzt allerdings nur die Option Automatically Weave All Thread sinnvoll. Wenn also nun ein Auftrag erzeugt wird, ein weiteres Kleidungsstück oder eine Tasche herzustellen, wird nur noch der gefärbte Stoff verwendet und ein höherwertiges Endprodukt erzeugt. Und fertig ist unser erstes gefärbtes Kleidungsstück aus zwei kombinierten Produktionsstraßen. In seiner Beschreibung findet man auch die angewandte Farbe wieder. Das waren die Hauptkomponenten der Textilindustrie. Ein weiterer Teil kommt nun noch, der eigentlich nicht direkt zur Textilverarbeitung gehört, aber ganz ähnliche Endprodukte hervorbringt. Die Lederherstellung gehört eher zur Fleischindustrie als zur Textilindustrie. Dennoch gibt es viele Überschneidungen. Dass sie zur Fleischindustrie gehört, sieht man allein schon daran, dass das Grundmaterial für die Lederverarbeitung aus dem Schlachtbetrieb kommt. Wir fangen also damit mal an. Das Schlachten von Kreaturen kann auf zweierlei Arten erreicht werden. Die erste Möglichkeit ist ein Jäger, das heißt ein Hunter mit dem Ambusher-Skill, welcher mit einer Armbrust, einem Köcher und auch frei verfügbaren Bolzen ausgestattet ist. Dieser läuft automatisch durch die Prärie und jagt umher streunende Wildtiere. Hierbei ist es wichtig, dass die Standing Orders richtig eingestellt sind. Unter Automated Workshops sollte schon mal No Automatic Butchery auf Automatically Butcher Carcasses umgestellt werden, sodass vorhandene Kadaver auch weiterverarbeitet werden. Damit zudem auch Kadaver zum Verarbeiten zur Verfügung stehen, sollte im Tab Refuse and Dumping erst einmal generell Workers Gather Refuse eingeschaltet sein, um den gesamten Block an Funktionen zu aktivieren, und zudem Workers Save Corpses, sodass die Kadaver nicht anderweitig entsorgt werden. Ebenso sollte Workers Gather Auto Refuse eingeschaltet sein, falls durch versehentlich erzeugte Leichen nicht nur die eigentlich zu tötende Kreatur zu Fall gebracht wurde und diese in diesem Fall nicht in der Landschaft verrotten. Mit diesen Einstellungen sollst du bestens dafür gerüstet sein, einerseits deinen Jäger loszusenden, dass er bei Erfolg automatisch entsprechendes Rohmaterial mit nach Hause bringt. Oder du gehst die Sache rein manuell und militärisch an und ziehst mit einem Squad los und suchst dir deine zu erlegende Beute selbst aus, in der Hoffnung, dass sie auch einen verwertbaren und unzerstückelten Kadaver übrig lassen. Das ist nämlich nicht selbstverständlich. In beiden Fällen sollst du dir einen Lagerplatz erstellen, auf dem deine Kadaver vor der Verarbeitung gelagert werden. Das setze ich hier erst einmal um. Das Lager sollte vom Typ Refuse sein und nur Corpses enthalten. Die Oberkategorie Corpses wird nur für Zwerge, Elfen, Trolle usw. verwendet. Die benötigten Tierkadaver landen hier eher nicht.
Das Jagen kann natürlich auch mal ein wenig auf sich warten lassen, besonders wenn du entweder derzeit nur schlechte Jäger hast oder keine Wildtiere verfügbar sind. Einfacher wird es dann mit dem gezielten Schlachten deiner eigenen Zucht. Dafür benötigst du nur den Schlachtworkshop, den du zur automatischen Weiterverarbeitung des Jagdwilds natürlich ohnehin schon benötigt hättest. Den findest du unter Workshops, Farming, Butcher. Das Schlachten geht dann ganz easy über Creatures, Pets, Livestock. Hier kannst du über die Butcher-Schaltfläche entsprechende domestizierte Tiere fürs Schlachten vorsehen. Ja, mir tut's auch in diesem Falle wirklich leid um das arme Alpaka, aber so läuft das Prinzip hier nun mal. Das Alpaka wird anschließend vom Schlachter mitgenommen und zum entsprechenden Workshop geführt. Dort geht dann alles ganz schnell und das Tier wird in Sekundenbruchteilen in seine Einzelteile zerlegt. Wie du siehst, liegen hier nun eine ganze Menge Übrigbleibsel im Workshop. Unter anderem auch die Wolle, die ich bereits im Kapitel zur Tierfaserverarbeitung erwähnt habe. Was uns hier aber in erster Linie interessiert, ist die Haut des Tieres. Alle anderen Komponenten nicht. Diese können natürlich auch zum Essen, Waffen oder anderen Dingen weiterverarbeitet werden. Oft verrotten aber Überreste im Schlachtbetrieb, weswegen es empfohlen ist, den Butcher räumlich und luftdicht abzutrennen, bevor das stark stinkende Miasma der Verrottung durch die Etage zieht und allen Zwergen die Laune verdirbt. Daher baue ich jetzt erst einmal eine kleine Luftschleuse, bestehend aus zwei Mauern und jeweils einer Tür vorm Schlachter. Da das nun erledigt ist, kümmere ich mich wieder um die richtige Lagerung des Zwischenproduktes, die Haut. In der Lagerkonfiguration kannst du dafür unter Refuse und den Item Types Fresh Raw Hide auswählen, welche dann auch prompt dorthin umgelagert wird. Dann kommt die nächste Stufe. Die Haut kann leider nicht direkt zur Kleidung verarbeitet werden. Dafür muss sie erst gegerbt und somit konserviert werden. Dafür benötigst du einen sogenannten Tanner. Den Tanner-Shop findest du unter Workshops, Farming und Tanner. Die Aufgaben in diesem Workshop sind recht übersichtlich. Tanner Hide ist das, was du hier nun in Auftrag geben möchtest. Wie immer richten wir aber erst einmal wieder ein Lager für das veredelte Produkt ein, sprich das Leder. Leder ist in der Lagerkonfiguration leicht zu erkennen. Hier gibt es nur Leather und dann das Leder der entsprechenden Kreatur. Hier nehmen wir einfach alle, um maximal flexibel zu sein. Und schon geht es los. Nun haben wir auch das fertige Leder im Lager vorliegen. Wenn du diese Aufgabe nicht selbst vergeben oder einplanen willst, gibt es für etwas weniger Kontrolle in den Standing Orders unter Automated Workshops wieder eine entsprechende Einstellung. Steht der unterste Punkt Do Not Automate Tannery auf Automate Tannery, wird die Aufgabe automatisch bei entsprechender Verfügbarkeit der Haut vergeben. Jetzt folgt noch die Endverarbeitung beim Lederer, den du unter Workshops, Clothing in Leather und Leather findest. Da haben wir übrigens gerade so einen kleinen Ausbruch vom Miasma. Aber zurück zum Thema. Wenn der Leatherworks Workshop einmal steht, kannst du entsprechende Kleidungsstücke
Taschen, überaus wichtige Köcher und Rucksäcke, aber auch Helme und Schilde, welche als Rüstung gelten oder sogar Instrumente in Auftrag geben. Leder kann übrigens nicht gefärbt werden, was ebenfalls ein Grund dafür ist, weswegen ich diese Supply Chain ein wenig abseits der anderen Produktionsstraßen gebaut habe. Weil es sich gerade beim Lederer anbietet, stelle ich hier einen Köcher für den Jägernachwuchs oder das Fernkampfmilitär her. Ein letztes Mal kommen wir zur Lagerung. Kleidungsstücke können im Ziellager unter Finished Goods, Other Materials Leather mit Type All, Core und Total Quality All aktiviert werden. Für Taschen und Instrumente nimmst du Furniture Siege Ammo und dort die gleiche Unterkonfiguration Type All, Other Materials Leather, Core Quality All, Total Quality All. Geht es um Schutzkleidung, fügst du die Kategorie Armor hinzu und aktivierst alle bis auf Metal. Und in Other Materials deaktivierst du alles bis auf Leather. Nun lassen wir mal den Köcher produzieren. Und schon ist unser erstes, selbst hergestelltes Lederprodukt fertig und wird ins Lager für die Endprodukte eingelagert. Und hier noch einmal die gesamte Textilproduktion auf einen Blick. Das war diesmal doch schon eine ganze Menge Stoff, oder? Okay, das Wortspiel war volle Absicht. Aber es war mir ein inneres Bedürfnis, die Textilindustrie einmal vom ersten Rohteil bis zum fertigen Endprodukt in jedem Material und in Variationen darzustellen. Ich hoffe dabei nicht allzu viel vergessen zu haben. Mein Anspruch lag durchaus auf Vollständigkeit und ich habe bei der Ein- und Ausarbeitung selbst unglaublich viel gelernt. Ich freue mich aber sehr über deine Rückmeldung zu diesem umfangreichen Tutorial und eventuelle Klärungen noch offener Fragen hier in den Kommentaren. Oder falls es noch mehr Diskussionsbedarf gibt, auch gerne bei unserem Discord-Stuhlkreis der mehr oder weniger anonymen Zwergenverrückten. Hier noch einmal die Erinnerung, ein Abo und einen Daumen nach oben dazulassen, wenn du den Inhalt nützlich fandest. Und die Bitte, die Glocke in YouTube zu aktivieren, damit du auch immer benachrichtigt wirst, wenn ich ein weiteres Video veröffentliche. Bis zum nächsten Mal.